die erste Jugendtagung als Zusammenschluss von 4 Stipendienprogrammen. Also Stipendiaten aus dem ganzen Bundesgebiet kommen an diesem Wochenende zusammen und arbeiten intensiv, unheimlich motiviert und auf einem unheimlich hohen Leistungsniveau an der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schüler. Wir wünschen uns natürlich, dass unsere Stipendiaten querdenken, dass die keine Barrieren im Kopf haben, dass die nicht an Budgets denken, sondern die sollen frei aus ihrer Erfahrung sagen, was macht eine gute Schule aus, was motiviert mich und wie soll sich Schule ändern, damit man noch besser lernen kann und noch motivierter ist. Die Stipendiaten sind hier, weil wir finden, Schüler sollten sich dazu äußern können, wie Schule sein soll. Die KMK hat zum Thema leistungsstarke Schüler ein Papier rausgegeben und wir haben gedacht, schön wäre es auch mal mit den entsprechenden Schülern zu sprechen. Mit dem Ziel, am Ende eine Message an die KMK zurückzugeben, wo sie ihre eigenen Gedanken zum Thema darstellen. Der Einstieg war über ein Impulsreferat durch den Professor Dr. Schulenburg über Motivation als Grundvoraussetzung, als der treibende Faktor, um das eigene Potenzial zu entfalten. Auf dieser Grundlage haben die Stipendiaten sich übers Wochenende in 3 Phasen diesem KMK-Papier genähert. Es ging zunächst in einer Kritikphase darum, das Papier auseinanderzunehmen. Darüber hinaus in der zweiten Phase utopisch, vollkommen losgelöst von Ideen, von Gesetzen und sonstigen Barrieren, ihren Entwurf zu gestalten, wie Schule, wie der ideelle Lernort für diese Stipendiaten aussehen könnte. Und dann in der letzten Phase, in der Realisierungsphase, zu schauen, wie kann man das miteinander verknüpfen. Also wir sind momentan in 4 Gruppen eingeteilt, in verschiedenen Themenbereichen. Ich gehöre jetzt zu der Gruppe, die außerschulische Förderungen betrachtet. Und wir überlegen uns, was kann man neben der Schule machen, um gerade leistungsstarke Schüler noch weiter zu fördern und Potenziale auch zu entfalten. In der Podiumsdiskussion hatten die Stipendiaten die Möglichkeit, durch Praktika zu erfahren, was macht Schule, was kann Schule leisten in den gegebenen Strukturen. Interessierte junge Menschen, die offensichtlich die Förderstrategien der KMK nicht nur gelesen haben, sondern auch verstanden haben und auch den Finger in so manchen vielleicht noch wunden Punkt legen konnten. Und wie genau sie nachgefragt haben, dass sie wirklich auch in der Breite viel wissen wollten. Dass die auch nachgebohrt haben, was die Umsetzung in der Praxis angeht. Wir haben uns, glaube ich, alle 3 damit sehr, sehr gerne auseinandergesetzt und sind jetzt gespannt, wie es da an der Stelle weitergeht. Zur Umsetzung vieler Enrichment-Prozesse fehlt es unserer Meinung nach an Kapazität. Deshalb fordern wir die Einsetzung von Beauftragten für die Begabungsförderung. Diese sollen die Lehrkräfte entlasten und wirklich die Begabungsförderung für die Schüler als ihre zentrale Aufgabe sehen, diese in ihrer Entwicklung weiterbringen, Vernetzung und Kooperation schaffen und dadurch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wirklich fördern und weiterbringen. Ein anderes Verständnis für den Lehrerberuf, und zwar, dass der Lehrer mehr ein Dienstleister ist, damit auch eventuell kündbar sein sollte und auch Leistungen honoriert werden durch zum Beispiel mehr Geld oder auch Arbeitsstunden. Dass wir nicht verpflichtet werden, beispielsweise Deutsch, Mathematik und Englisch als Leistungskurs zu überlegen, wie es in Brandenburg der Fall ist, sondern dass wir uns selber entscheiden können, wie wählen wir unsere Leistungs- oder Grundkurse und damit zu erreichen, dass wir erstens in einem Fach arbeiten können, wo wir wirklich arbeiten wollen und nicht gezwungen sind, Dinge zu tun, die wir nicht gerne machen möchten. Wir fordern mehr Mitspracherecht im Schulalltag und fordern, dass die Schüler mehr Freiraum in der Gestaltung haben. Wir sind die Zukunft, unsere Kinder sind die Zukunft und wenn wir es nicht verändern, wer will es dann verändern? Ich habe das Gefühl gerade, dass wir was Gutes geschaffen haben. Wir wären nicht eingeladen worden, wenn wir nicht wirklich was verändern könnten.